Kann ich mir aber schlecht vorstellen. Das ist sehr merkwürdig. Manu. Aber wir haben doch schon hier alles. Wir finden hier nichts. Wir finden hier einfach nichts. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das Nadeln sind. Was kann man denn sonst nehmen? Skalpell, Steinfragment. Vielleicht mit einem Steinfragment nehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Lässt sich nicht. Lässt sich. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Sag, wie soll ich denn das machen? Du gib mir doch endlich mal die Sachen, die da reinkommen. Sie haben nicht das Recht, hier herumzuschnüffeln. Werfen wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen, Watson. Ja, was soll ich denn hier noch machen? Der Mörder des Bischofs handelt im Auftrag einer anderen Person. Ja. Der Mörder hat bestimmt das gesucht. Okay. Dann haben wir doch mal. Ja. Die Mörder sind gekommen, um den Bischof zu töten. Die Mörder bekommen, was sie wollten. Nicht bekommen, was sie wollten. Ah, okay. Perfekt. Eins ist offensichtlich. Wer auch immer den Bischof von Knightsbridge ermordet hat, hat es auf etwas Bestimmtes abgesehen. Jedoch ohne Erfolg. Reverend, ich bitte Sie zum letzten Mal. Öffnen Sie den Tresor. Das Objekt der Begierde muss immer noch da drin sein. Und es ist unwahrscheinlich, dass der oder die Täter die Sache auf sich beruhen lassen. Sie werden ziemlich sicher wiederkommen und die Sache zu Ende bringen. Und ich sage Ihnen zum letzten Mal, der Tresor ist verschlossen und das soll auch so bleiben. Nun gut, so kommen wir nicht weiter. Sie sind ganz schön dickköpfig, Reverend. Watson, begleiten Sie unseren Freund zur Polizeistation und kommen Sie dann mit Inspektor Baines zurück. Baines und niemand sonst. Ich warte inzwischen hier. Los! Ja. Endlich bin ich allein. Jetzt kann ich ungestört meine Untersuchung fortsetzen. Tja. Und du? Der Charakter bewegt sich schneller, wenn sie die folgende Taste. Wenn sie die folgende Taste gedrückt halten. Und schalt links. Ja. Ich will mich aber nicht schneller bewegen. So, ich bewege mich schneller. Bis jetzt zufrieden. Komme ich jetzt hier rein? Komme ich hier rein? Dieses Schloss sollte nicht schwer zu knacken sein. Ich will Schloss knacken. Mal sehen. Ja. Dann gehen wir mal ins Inventar. Und wir haben hier eine Nadel. Dann probieren wir erstmal mit der Nadel. Dieses Schloss sollte nicht schwer zu knacken sein. Mal sehen. Ach du Scheiße. Das ist nicht richtig. So, nochmal von vorne. Hallo? Probieren wir es mal so. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Ey, ich hab's nicht so mit Schlösser knacken. Das ist nicht richtig. Nochmal von du vorne. Du willst mich verarschen, oder? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne.
Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Das ist nicht richtig. Ich glaube, du willst mich ein bisschen verscheißern, ja? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Das ist nicht richtig. Noch. Das ist nicht richtig. Ich will mich doch verscheißern. Das ist nicht richtig. Ich kann nur so. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Noch. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Hä? Das ist nicht richtig. Noch. Das ist nicht richtig. Noch. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Ich glaube, der will mich hier total verkackeiern, oder? Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Ach, da oben. Toll. Toll. So. Ey. Das ist nicht richtig. Kann doch gar nochmal nicht sein. Von vorne. Das ist nicht richtig. Das ist doch nochmal so von vorne. Dann haben wir so. Dann haben wir das so. Dann haben wir das so. Und das haben wir so. Das war's. Kinderleicht. Ich muss auch erstmal auf die Idee kommen, das da oben die Zeichnung zu sehen. Dieses Zimmer ist fast leer. Bestimmt dient es als Lese- oder Kontemplationsraum. Das ist typisch Putzi-Style. Ich übersehe die Hälfte. Oh. Ein recht frischer Tintenfleck am Rand des Teppichs. Der Boden ist sauber, obwohl die Tinte eigentlich durch den Teppich hätte sickern müssen. Das ist aber nicht so praktisch. Das Tintenfass wurde vor kurzem umgeworfen. Was haben wir hier? Ah, das ist offen. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen... Oh, sind wir wieder hier. Haben wir vielleicht hier irgendwas übersehen? Mal schauen, was da ist. Ein Tintenfleck. Der Tintenfleck auf dem Boden stammt von der Tinte auf dem Teppich. Aber Fleck und Teppich befinden sich nicht an der gleichen Stelle. Jemand muss den Teppich erst vor kurzem bewegt merkwürdig. Haben. Merkwürdig. Dann falten wir mal den Teppich zusammen, wa? Das ist merkwürdig. Bestimmte Bodenplatten wurden so präpariert, dass sie wie ein Schachbrett aussehen. Das müssen wir uns mal genauer ansehen. Das ist merkwürdig. Bestimmte Bodenplatten wurden so präpariert, dass sie wie ein Schachbrett aussehen. Ich brauche etwas. Du brauchst etwas. Du brauchst etwas. Vielleicht einen Stein? Du brauchst einen Stein? Das ist merkwürdig. Bestimmte Bodenplatten... Ja, ich brauche. Okay. Dann gebe ich dir halt mal... Messer? Willst du ein Messer haben? Das ist merkwürdig. Ja, was brauchst du denn, mein Freund? Seil? Vielleicht ein Seil? Das ist merkwürdig. Ja, was brauchst du denn? Ich brauche etwas. Nerv mich halt nicht. Das ist ja, was brauchst du? Ich brauche etwas. Skalpell? Brauchst du ein Skalpell? Das ist ja, merkwürdig. Ich brauche. Schauen wir mal, ob hier irgendwo eine Lupe liegt.
Vielleicht braucht er eine Lupe. Liegt hier irgendwo eine Lupe rum? Liegt hier irgendwo eine Lupe? No. Hier liegt keine Lupe. Aber was brauche ich dann? Ich habe hier schon alles abgesucht. Aber was braucht der? Was braucht denn der? Was könnte unser guter Sherlock Holmes gebrauchen? Finger, Streichhölzer vielleicht? Streichhölzer? Das ist mehr, ich brauche. Ach, da ist auch noch was. Ganz offensichtlich wollte jemand diese Statue verstecken. Ah, vielleicht wollte jemand Schach spielen. Vielleicht wollte jemand Schach spielen. Dieses Pferd sieht aus wie eine große Schachfigur. Ja. Unter der Statue befindet sich eine Nachricht. Mal sehen. Mangelt es dir an Vorstellungskraft? Du bist doch ein leidenschaftlicher Schachspieler. Das letzte Feld, das der stolze Ritter erobert, nachdem er alle anderen Felder hinter sich gelassen hat, ist das Richtige. Ich liebe dich. Okay. Okay. Die Nachricht wurde von einer Frau verfasst. Aber für wen war sie bestimmt? Dieses Schachspiel könnte interessant sein. Nehmen wir mal die Schachfigur und probieren das Ganze jetzt mal. Vielleicht hierhin. Dahin. Vielleicht hierhin. Dahin. Okay. Komisch. Also, ich kann überhaupt kein Schach spielen, wie ihr schon merkt. Ich habe davon keine Peilung. Das ist nicht richtig. Ey, nochmal von vorne. Wissen du von mir? Hier. Hallo, helf mir. Ich kann kein Schach spielen, das ist ja doof. Mach's mal so. Merkwürdig. Verstehe ich nicht. Interessant. Ja, und nun? Dahin. Okay. Dahin. Okay, und jetzt hierhin. Anscheinend. Dahin. 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 Hey, das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Ich glaube, es ist ziemlich scheiße hier irgendwie.
Gehen wir dahin. 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 Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was da rauskommt. Tut, tut.